Guten Morgen. Also wer noch einen Platz braucht, hier sind noch ein paar Plätze frei. Es muss tatsächlich keiner in der Kirche unnötig stehen. Außer du hast so eine heilige Salbung, dass du das unbedingt brauchst. Ja, dann lassen wir dich natürlich. Aber ansonsten nimm dir einen Platz. Schön, dass ihr da seid. Mein Thema heute Morgen lautet: Gott hält alles bereit, was du brauchst. Du sagst dir, das klingt gut. Ja, du hast noch nicht die Ende der Predigt gehört. Es gibt eine legendäre Christin, ihr Name war Corrie ten Boom, eine Dame aus Holland, die zur Zeit des Dritten Reiches in ihrem Haus Juden versteckt hat. Das flog irgendwann auf, sie ging ins KZ nach Ravensbrück und in der Phase davor machte sie sich Gedanken darüber, wenn so eine richtig taffe Zeit kommt, bin ich stark genug, um das durchzuhalten? Was ist, wenn mein Glaube tatsächlich auf den Prüfstand kommt? Was ist, wenn die Zeiten so übel werden, dass ich wirklich ernsthaft mir Gedanken mache, kriege ich es geregelt oder nicht? Und dann erzählt sie folgende Geschichte. Als kleines Mädchen ging ich einmal zu meinem Vater und sagte: Papa, ich fürchte mich vor der Zeit, wenn tatsächlich wir Christen eventuell unser Leben lassen müssen. Und der Vater sagte: Mach dir keine Sorgen. Kannst du dich erinnern, wenn wir mit dem Zug nach Amsterdam gefahren sind und du wusstest, es wird eine gute Reise, wann habe ich dir das Geld gegeben? 3 Monate vorher oder dann, wenn wir im Zug gesessen haben? Und sie überlegte kurz und sagte: Papa, du hast es mir immer dann gegeben, wenn wir im Zug gesessen haben. Und der Vater sagte: Genau so ist das auch mit den Herausforderungen. Gott wird dir zur richtigen Zeit die nötige Kraft geben. Ich glaube an diesen Gott, der tatsächlich zur richtigen Zeit da ist, um uns mit dem Richtigen zu versorgen. Die Wahrheit ist natürlich, ich würde mir wünschen, wir bräuchten die taffen Zeiten nicht. Ich würde mir wünschen, Gott würde uns irgendwie, hat einer von euch noch Enterprise in Erinnerung? Ja? Mein Lieblingssatz ist: Scotty, beam me up. Ja? Also das wäre doch cool, ja? Wenn Gott uns aus den Dingen, die richtig unangenehm sind, wenn Gott uns als Christen irgendwie so rausbeamen würde. Alle anderen erleben das Chaos, aber wir singen schon auf der Harfe, ja, mit der Wolke und so. Alles ist cool. Und manchmal denken wir, so muss Christsein sein. Wenn es irgendwie schief geht oder wenn irgendwas schwierig wird, irgendeine Krankheit kommt, irgendein Problem in der Familie, Gott kommt und mit einem Mal macht das so wupp. Und wir sitzen auf der anderen Seite, freuen uns, dass alles cool ist. Hat das einer schon erlebt, ja? Ich noch nicht. Blöderweise hat Gott uns in dieser Welt gelassen. Hätte er ja auch anders machen können. Ne? Ich habe immer so gedacht, so die Taufe, alles in meinem Leben, das Alte ist weg. Und dann Entrückung. Nicht mehr da. Nur noch die anderen Bösen, die schlechten Christen sind alle übrig geblieben. Aber ich bin schon im Himmel. So läuft das leider nicht. Sondern tatsächlich sind wir in dieser Welt und Gott sagt, dass es keine ideale Welt ist. Jesus bringt das zum Ausdruck, indem er sagt: In dieser Welt habt ihr tatsächlich Angst, Bedrängnis, Dinge, die nicht gut sind. Aber dann kommt der zweite Satz und der sagt: Aber macht euch keine Sorgen, ich habe die Welt überwunden. Und im Nachklang ist so ein Echo da, dass Gott versucht, uns klarzumachen: Ich wünsche dir, dass du das lernst, mit mir zusammenzuarbeiten, damit du auch diese Welt überwindest. Wir sind nicht in dieser Welt, um von dieser Welt geplagt zu werden, sondern wir sind dazu da, um diese Welt zu verändern. Nochmal. Wir sind in dieser Welt, diese Welt ist nicht ideal, aber sie ist nicht dazu da, um uns zu plagen, sondern wir sind in dieser Welt, um sie zu verändern. Das haben manche Christen nicht richtig verstanden. Wir sind nicht hier, um den Status quo einfach zu akzeptieren, sondern wir sind hier, um diesen Status quo zu verändern. Das ist der Grund, warum uns Gott noch nicht entrückt hat. Wir sind hier, um diese Welt dahin zu bringen, dass sie einen Teil des Himmels widerspiegelt. Das ist unser Job hier. Wir sind nicht hier, um dauernd zu beten, Gott, nimm uns endlich weg. Sondern wir sind hier, weil Gott in uns was reingelegt hat und weil er an uns glaubt. Als Jesus gen Himmel gegangen ist, habt ihr gewusst, Jesus ist im Himmel. Manche Christen wissen das noch nicht. Die beten immer noch, Jesus, tu irgendwas. Aber Jesus kann gar nichts mehr tun hier auf der Erde, weil er sitzt schon im Himmel. Komisch, ne? Und Gott, der Vater, sitzt auch im Himmel. Der Einzige, der noch hier ist von der Seite Gottes, ist wer? Der Heilige Geist. Und wisst ihr, wo der wohnt? In uns.
So, wenn du willst, dass in dieser Welt irgendwas sich gemäß dem Willen Gottes verändert, dann wird es durch wen umgesetzt? Genau. Deswegen all diese Gebete, Herr Jesus, tu was, die kannst du alle in die Tonne packen. Die werden alle nicht funktionieren. Weil Jesus wohnt durch den Heiligen Geist wo? In uns. Deswegen sagt die Bibel, werden aus euch, aus eurem Leib, so sagt es der Johannes, das Johannesevangelium, werden Ströme lebendigen Wassers in diese Welt fließen, wird Lebenskraft, Lebensenergie in diese Welt fließen, nur durch dich und durch mich. So, wenn du betest, Jesus, verändere meine Ehe, dann solltest du eigentlich was beten? Gib mir die Power, deine Liebe durch mein Leben in meinen Ehepartner zu geben. Wenn du betest, Jesus, veränder meine Familie, dann bedeutet das auf Deutsch, Jesus, gib mir genug Geduld und Kraft, dass ich mit deiner Liebe in meine Familie reinwirtschafte. Wenn du willst, dass deine Schule verändert wird, wenn du willst, dass deine Arbeit verändert wird, wenn du willst, dass dein Dorf verändert wird, whatever, du bist der Faktor, der es verändern wird. Weil Gott ist mit seinem Geist in dir. Das müssen wir irgendwann als Christen rauskriegen und dann sparen wir uns eine Menge unnötiger Gebete. Weil das Tolle am Christsein ist, du bist deine eigene Gebetserhörung. Nochmal, das ist eine unglaubliche Erkenntnis, die man irgendwann hat. Die Dinge, die du wirklich verändert haben willst, wird Gott durch den in dir wohnenden Heiligen Geist und durch dich verändern und sonst durch niemanden. In meiner Church ist ein süßes Mädel. Wirklich, ich mag die. Die ist 15 mittlerweile. Sie heißt Verena. Verena ist ein Goldschatz. Ich weiß gar nicht, wieso Leute überhaupt auf diese Welt gekommen sind. Dieses Mädel ist sowas von süß und naiv, dass ich manchmal mich frage, ernsthaft, wie konnte die 15 Jahre alt werden? Ja? Also an Jesus seiner Stelle hätte ich die schon mit 3 entrückt, aber die sind zu gut für die Welt. Eines Sonntags kommt sie zu mir und sagt, Matthias, ich brauche ein Gebet von dir. Ich schaue sie an. Ich sage, was willst du? Ich werde morgen eine Präsentation in meiner Klasse machen. Also sage ich, das ist ja schön. Weiß einer, was eine Präsentation ist? Das ist so der Versuch, über irgendwas zu reden. Und dafür kriegst du 10 Minuten in der Klasse. Und sie hat sich das Thema frei ausgesucht. Und dann sage ich zu ihr, wie heißt denn dein Thema? Ich habe mir selber ein Thema gewählt. Ja, sage ich, und wie heißt es? Warum ich Jesus liebe. Ich denke, ey, wie blöd kann man sein? Versuch das mal in der Realschule in 10 Minuten rüberzukriegen vor deiner Klasse. Warum ich Jesus liebe. Und ich denke, ey, du bist echt ein Lamm, das geschlachtet wird, ja? Wie kann man so blöd sein? Aber ich habe das natürlich nicht gesagt, ich habe es mir nur im Stillen gedacht. Und ich dachte, ey, ich bete nicht nur jetzt für dich, ich werde wahrscheinlich den ganzen nächsten Morgen beten, ja? Und vor Gott auf den Knien legen und sagen, Heiland, lass den Himmel irgendwie runterkommen, beschütz das arme Mädel, ja? Und ich habe gebetet. Und am nächsten Morgen habe ich wieder gebetet und habe gedacht, Herr Jesus, das wird die Vollkatastrophe. Der nächste Sonntag kommt und am Sonntagabend haben wir Enjoy Church, das ist so ein Jugendgottesdienst, einmal im Monat, den die Jugendlichen selber gestalten. Und ich stehe, ich hatte den Begrüßungsdienst, ich stehe an der Tür und mit mal kommt eine mittelalterliche Dame auf mich zu. Stellt sich vor und sagt, guten Tag, mein Name ist sowieso, ich bin die Lehrerin von Verena. Da denke ich, ey, die Präsentation muss Katastrophe gewesen sein, wenn die Lehrerin schon in der Kirche vorbeikommt. Ja? Und dann kommt so nacheinander, der Erste, nie gesehen, ja, ich komme aus der Klasse von Verena, 17 Leute, plus die Lehrerin. Irgendwann stehe ich so ein bisschen hilflos da, habe meine Bonsche da, damit so als Begrüßungsgeschenk. Und die Lehrerin nimmt mich zur Seite und sagt, Herr Pastor, ich muss mal mit Ihnen ein kurzes Wort reden. Oh, denke ich, jetzt geht's los. Und dann sage ich, was ist passiert?
ja, die Verena ist doch bei Ihnen in der Kirche. Ich hätte lügen wollen, aber... ja, sagt sie, die hatte ja ein sehr spezielles Thema und ich nicke nur... Ja, und dann hat das Mädel das angefangen und hat so ein Bild an die Wand geworfen über den Beamer da in der Klasse. Und da sieht man einen völlig kaputten Familienzusammenhalt. Der Vater Alkoholiker, die Mutter ziemlich schräg drauf, die Kinder drauf und sie als kleines Mädel dazwischen. Und sie erzählt, wo ihre Familie herkommt und wie sie dann durch Freunde in die Kirche gebracht wurden, wie der Vater frei wurde von Alkohol, wie die Mutter eine Perspektive gekriegt hat, Depressionen los hat, wie eine kleine Tochter von dieser Familie geheilt wurde und wie sie selber unterwegs war und Jesus kennengelernt hat. Und dann macht sie noch ein paar Bilder weiter und dann gibt es ein Bild, wo sie in Ulm auf so einem Straßeneinsatz ist, für eine Frau betet und diese Frau wird auf der Straße geheilt. Sie sagt, wir saßen da, wir wussten nicht genau, ob das dieselbe Verena ist, die wir kannten. Und mit Mal fängt ein Mädel in der Klasse an zu weinen. Und sagt, sie hat so Schmerzen, sie hat einen Sport davor und sie hat so Schmerzen, sie hat so Medizinball an den Kopf gekriegt. Und bevor ich irgendwas denken kann, geht Verena von vorne vom Pult weg, geht zu dem Mädel hin, legt die Hand auf dieses Ohr, betet ein ganz kurzes Gebet und dann geht sie wieder nach vorne. Während sie nach vorne geht, fängt das Mädel an, auf dem Platz ganz laut zu rufen, dass das Ohr ganz warm wird und dass der Schmerz rausgeht. In der Klasse war Totenstille. Und die Lehrerin sagt, plötzlich merke ich, dass so ein Migräneanflug, den ich morgens hatte, immer stärker wird. Und sie sagt, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mich einfach gemeldet und habe gesagt, Verena, ich bräuchte auch ein Gebet. Und das Mädel ist auf mich zugekommen, hat die Hand auf meinen Kopf gelegt und während sie die Hand drauf legt, durchströmt mich irgendwas. Und als sie mit dem Gebet fertig ist, ist die Migräne weg. Sie sagt, die ganze Klasse war wie angenagelt. Und dieses Mädel erzählte eine Story nach der anderen, die sie mit Gott erlebt hat. Und ich habe gedacht, ich muss mir doch die Kirche angucken, die sowas mit Menschen machen kann. Und ich habe was verstanden. Leute, wir sind nicht hier, um über diese Welt zu meckern oder an ihr zu leiden, sondern wir sind dazu da, sie zu verändern. Das ist unser Job. Und alles, was wir brauchen, hat Gott uns schon gegeben. Und das ist mein Einstieg. Ich würde gerne eine biblische Geschichte mit euch angucken, weil daraus eine Menge Prinzipien für unser Alltagsleben zu ziehen sind. Diese Geschichte steht in 1. Könige im 17. Kapitel. Da gibt es einen Mann, sein Name ist Elia und er ist ein Prophet und dieser Mann kriegt einen super Job. Gott gibt ihm eine Anweisung und sagt, du sollst prophezeien, dass es 3 Jahre Dürre geben wird im Land. Das ist mal eine coole Nummer, oder? Du stellst dich hin und du bist der Held. Gott ist mit dir, du hast einen echten Auftrag und du veränderst tatsächlich die Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Du verwandelst ein Land in Dürre. Ich weiß nicht, ob du den Job gerne gehabt hättest. Ich hätte genau gewusst, dass ich den nicht haben will. Weil wenn deine Prophezeiung tatsächlich eintrifft, bist du der meistgehassteste Mann der Welt. Ja, weil alle werden sagen, dieser Schwachmater, der hat so eine große Klappe gehabt und deswegen haben wir jetzt alle das Elend. Das wäre eigentlich nicht das Schlimmste gewesen. Das Schlimmste kommt erst, dass als er die Dürre ausgesprochen hat, wer auch unter der Dürre leiden musste. Genau, er selber. Das kann manchmal das Blöde sein, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dass du ihn auch ausbaden musst. Das ist so ähnlich wie mit den Leuten, die am Bau des neuen Gemeindehauses beteiligt sind. Die sagen, ey, wieso haben wir uns so einen blöden Auftrag an Land gezogen? Ja? Gott sagt, hurra, die Kirche wächst, wir bauen ein neues Gemeindehaus. Ja, und du merkst, Mist, ich muss auch mitarbeiten. Das ist manchmal an diesen Berufungen Gottes so, dass sie irgendwie dich auch betreffen. Stimmt? Es ist der Segen, den man hat, wenn man Kinder will. Ne? Es gibt Teile davon, die sind richtig spannend. Aber das Dumme ist, am Ende musst du es ausbaden. Manchmal 20 Jahre und länger. Und dann merken wir plötzlich, ey, so Aufträge, die Gott uns gibt, die sind cool, aber das Dumme ist, wir sind dran beteiligt. Und der gute Elia erlebt,
Mann von Gott einen Auftrag kriegen, von Gott was zu empfangen, diese spezielle Sache in meinem Herzen zu haben. Gott, wir sollen was verändern und ich will was verändern. Das ist cool, aber es betrifft immer mich. So immer, wenn du denkst, es sollte sich was ändern, wird wer mit eingebaut? Du. Wann immer du betest, Gott, tu ein Wunder, wird er wen mitgebrauchen? Dich. Wann immer du möchtest, dass irgendwas passiert und sich zum Guten wendet, mach dir keine Sorgen, der Herr wird dich nicht übergehen, er wartet auf dich und nimmt dich. Das ist ein Riesengedanke, den man verstehen muss. Gebet hat immer was damit zu tun, dass du die Bereitschaft zeigst, deiner Erhörung zu werden. Ansonsten spar dir dein Gebet. Wenn du beten willst, dass irgendwer irgendwas macht, ohne dass du daran beteiligt bist, mach dir keine Sorgen, wird nicht passieren. An jedem Wunder bist du beteiligt. Jetzt hätte irgendeiner Amen sagen können in einer guten Kirche, wäre ein guter Punkt gewesen. Ja? Das ist der erste Gedanke, den man verstehen muss. Gott tut sein Werk auf dieser Erde durch uns. Und er gebraucht uns und wir sind Teil dieses Wunders. Das Zweite, was mir total hilft, ist, Gott hat die Lösung schon vorbereitet. Das ist immer der zweite Gedanke. Gott schickt dich nicht irgendwo rein und lässt das so ein Kamikaze-Projekt werden, sondern Gott hat die Dinge in der Regel schon vorbereitet. Hier, bei ihm heißt es hier folgendermaßen, 1. Könige, Vers 2. Und das Wort des Herrn erging an Elia. Geh fort von hier und wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt, und er setzte sich, und Gott gebot den Raben, dass sie ihn versorgen. Gefiederte Rosinenbomber. Hammer. Lieferando.de per Vogel, ja. Wie immer Gott das hinkriegt. Ich dachte, das ist eine coole Nummer. Du bist im Auftrag des Herrn unterwegs und du stellst dir die Frage, Gott, wie soll das Ding denn hier funktionieren? Das geht doch gar nicht. Als wir im Norden waren und dort eine soziale Arbeit gestartet haben, habe ich mich ernsthaft gefragt, Gott, wie machen wir das? Und ich habe dann gestaunt, wie schnell Gott Menschen gefunden hat, die mit uns zusammen diesen Traum geträumt haben und tatsächlich so eine Lebensmittelverteilung in Gange kam in den unterschiedlichsten Stadtteilen und wir plötzlich erlebten, wie Gott uns richtig einen Hype gegeben hat. Nur mit dem Segen kam auch die Herausforderung. Uns fehlten tatsächlich irgendwelche Autos, um diese ganzen Lebensmittel von A nach B zu transportieren. Und in dieser Phase haben wir gesagt, Gott, wenn du uns einen Auftrag gibst und wir merken, wie wir echter Segen sein können, einen echten Unterschied machen können, dann musst du uns irgendwie auch die richtigen Möglichkeiten geben. Und so haben wir wirklich einige Wochen gebetet und eines Tages ruft jemand an und fragt, ob wir vorbeikommen können. Und ich bin hingefahren und dieser Mann steht da, begrüßt mich wie einen alten Bekannten und sagt zu mir, wir haben schon auf Sie gewartet. Und ich schaue ihn an und sage, was kann ich für Sie tun? Und er sagt, vor einem Jahr waren meine Frau und meine Tochter bei Ihnen in der Kirche. Meine Tochter hatte Leukämie. Und sie haben gebetet und die Leukämie ist tatsächlich verschwunden. Oh, cool, schön zu hören, dass da was geht. Ja, sage ich, und was soll ich jetzt für Sie tun? Ja, sagt er, unsere Tochter, die will ins Studium. Und die Werte, ihre Blutwerte, haben wieder eine erhöhte Krebsrisikokiste. Und wir würden sie gerne bitten wollen zu beten. Jop, mache ich. Ich bin Pastor, das ist mein Job. Ja, sagt er, wissen Sie, es hat eigentlich noch einen zweiten Grund. Na, sage ich, jetzt bin ich gespannt. Ja, beim ersten Mal, als meine Frau mit meiner Tochter nach Hause kam und die Ärzte gesagt haben, dass sie gesund geworden ist, hat meine Frau zu mir gesagt, Rolf hat sie gesagt, du musst dich beim lieben Gott bedanken, wenn er sowas Gutes für dich macht. Und ich habe ja gesagt, aber nichts gemacht. Und als diese Werte sich wieder erhöht haben, hat meine Frau zu mir gesagt, siehst du hast den lieben Gott versucht zu bescheißen, das kann nicht gut gehen. Wissen Sie, und diesmal habe ich zu ihr gesagt, Schatz, wenn der Mann kommt, dann biete ich ihm an, dass er sich bei unserem Fuhrpark ein Auto für seine Arbeit aussuchen kann.
Wir waren mit dem Gebet fertig und sind mit einem Mercedes-Sprinter nach Hause gefahren. Als ich zu Hause war, habe ich über die ganze Geschichte nachgedacht. Vor einem Jahr hatte Gott schon den Kontakt geknüpft. Und als wir tatsächlich eine Kiste brauchten, war der richtige Mann da, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Und die Arbeit konnte funktionieren. Und ich dachte, das ist, was mich an Gott so unglaublich begeistert. Wenn er mir einen Auftrag gibt, sorgt er auch dafür, dass die nötigen Dinge dazukommen. Denk immer dran und hab keine Angst. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, bestimmte Dinge zu tun, dann gibt er dir auch die nötige Power und die nötigen Möglichkeiten. Das Zweite, was ich entdecke, ist, und ich glaube, das ist der Schlüssel, hier heißt es, und Elia ging hin und handelte nach dem Wort Gottes. Ganz oft sitze ich in Gottesdiensten, die mich inspirieren und ich denke, das müsste man umsetzen. Und wisst ihr, was ich dabei feststelle? Dass außer, dass das meine echte innere Herzensfestlegung ist, das Umsetzen am Ende fehlt. Ich weiß, dass das richtig wäre. Ich weiß, Gott könnte echt was machen, aber ich tue es einfach nicht. Hat irgendeiner von euch das schon mal erlebt? Du sitzt im Gottesdienst oder du sitzt zu Hause, liest ein Buch oder liest die Bibel, was immer du machst, und du bekommst einen wirklich inspirierenden Gedanken und denkst, ja, das wäre eine richtig coole Nummer. Eine Woche später hast du es schon wieder zu den Akten gelegt. In der Theorie wissen wir sollten es machen, in der Praxis kommt es nicht zur Umsetzung. Das ist, was mir hier an diesem Mann gefällt. Dass der Schlüssel zu dem Wunder ist immer derselbe, nämlich der hier steht. Er ging hin und handelte nach dem Wort Gottes. Wenn du willst, dass Gott wirklich Veränderung schafft, dann braucht es diesen Punkt, wo du nicht nur hörst, was er zu dir sagt und nicht nur glaubst, dass er das kann, sondern dass du am Ende handelst. Das ist der Schlüssel. Die meisten von euch haben schon mal von Georg Müller gehört. Ja, in den christlichen Kreisen ist der Mann bekannt. Was hat er gemacht? Der lebte in England, in Bristol, sah das Elend auf der Straße und überlegte sich, man muss was für diese Kiddies machen. Und der Name, was er hatte, suchte sich Spender, weil damals gab es keine Sozialämter, keine Leute, die da irgendwelche Gelder freigesetzt haben, sondern er musste sich all die Leute suchen. Und er baute tatsächlich ein Haus für Waisenkinder, für Straßenkinder, für wen auch immer. Baute Schulen und alles, was er machte, war, er betete und sagte, Gott, du musst mir die Leute vorbeischicken, du musst die Dinge in Bewegung setzen, damit wir das tun können. Und mich hat immer beeindruckt, dass dieser Typ am Ende es schaffte, über 10.000 Kinder nicht nur zu ernähren, ihnen zu Hause zu geben, sondern ihnen eine schulische Ausbildung zu geben. Und er hat wirklich ein unglaubliches Werk aufgezogen. Was war der Punkt? Er hielt es nicht nur in seinem Herzen, sondern er fing an zu handeln. Leute, das ist immer der Schlüssel. Egal, was Gott in dein Herz legt, wenn du nicht hingehst und handelst, passiert gar nichts. Stimmt's? Ich merke, das ist der Punkt, an dem wir als Christen so oft haken. Wisst ihr, dass wir gelernt haben, so eine Pseudo-Abkürzung zu nehmen? Gott spricht zu uns und was machen wir dann? Kennst du das? Das ist meine Technik. Dann bete ich, oh Herr, nimm irgendwen und mach das. Cool, oder? Hey Jesus, das müsste einer machen. Nein, er hat zu dir gesprochen. So, wer sollte es machen? Du. Es kommt keiner vorbei. Das ist die Riesenwahrheit, die ich irgendwann entdeckt habe. Wenn du willst, dass es sich da ändert und Gott hat zu dir gesprochen, dann bist du dafür zuständig. Halleluja. Und wenn du es anpackst, wird Gott anfangen, ein Wunder zu tun. Nur so geht das Geheimnis. Ich laufe durch unseren Stadtpark. Und ich schaue mir die ganzen ausländischen Kiddies an und die ganzen Eltern, die da rumlaufen. Und in meinem Herzen ist der Gedanke, für diese Kiddies müsste einer was machen.
Und ich gehe nach Hause und sage zu meiner Frau, Schatz, da sind so unglaublich viele Kinder. Und wenn du siehst, wie die sich da hauen und schlagen und alles Mögliche machen und niemand greift da wirklich ein, da müsste einer was machen. Meine Frau ist pragmatisch, sie schaut mich an und sagt, weißt du, was der Pastor, den ich jeden Sonntag höre, darauf sagen würde? Und ich schaue sie an und ich wusste schon, was sie sagen würde. Sie lächelt mich an und sagt, der würde sagen, wenn das auf dein Herz gekommen ist, dann bist du zuständig, die Sache hier in Bewegung zu kriegen. Und ich wusste, sie hat recht. Dieses Blödgeschwätz, dieses Fromme, da müsste irgendeiner irgendwann irgendwas, irgendwie, irgendwo mit irgendwem machen, das hilft niemandem. Also bin ich am nächsten Freitag dahin getigert. Ich habe so ein Set mit, man nennt das Monkey Climbing, so Klettergriffe mit Riemen, die man an Bäumen befestigen kann. Und dann kann man so seine eigenen Kletterwege da an irgendwelchen Bäumen befestigen. Und dann habe ich da gestanden und das brauchte gar nicht lange. Ich habe das 4 Wochen lang jeden Freitag durchgezogen. Und irgendwann habe ich unter einem Baum mehr als 100 Kinder zusammengesammelt. Und dann habe ich angefangen, fröhlich Kinderstunde zu machen. Ey, in meinem zarten Alter, mit meinen 3 Gitarrengriffen, ja, aber es war mega. Daraus ist dann eine Rangerarbeit entstanden und am Ende sind die Kiddies irgendwo bei uns in der Gemeinde gelandet. Der Punkt, warum ich dir das erzähle, ist, der entscheidende Schlüssel, um das Wunder freizusetzen, ist, wenn du danach handelst. Was immer du verändern willst in deinem Leben, wenn du nicht zu dem Punkt kommst, dass du handelst, kannst du dir das ganze Zeug sparen. Der dritte Schritt, den ich hier entdecke, ist, es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete und das Wort des Herrn ging an ihn und der Herr sagte, geh nach Zarpat, das in Sidon liegt. Ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Ich habe versucht, mich in Elia reinzudenken. Stell dir das vor. Also zuerst kriegst du den spannenden Auftrag, du sollst eine Dürre prophezeien. Du prophezeist das und der Herr tut das tatsächlich. Und du merkst, oh Mann, ich bin betroffen von dieser Dürre. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Aber glücklicherweise, okay, Gott versorgt dich. Du siehst diese gefiederten Freunde, die kommen. Und du denkst, okay, Herr, ich habe doch jetzt mich auf dich eingelassen. Ich bin doch jetzt dabei, wirklich ein Wunder in Bewegung zu bringen. Und ich merke, du versorgst mich, alles ist cool. Und du denkst, das war schon der Hype, den du erreichen solltest. Nein, Gott sagt, jetzt kommt erst der richtige Level. Dass du Glauben hast, dass Gott dich versorgt, ich meine, das kann fast jeder. Aber dass du Glauben hast, dass durch dich Gott andere versorgt, das ist die Stufe Nummer 2. Leute, das Gebet, Herr, segne mich, ist nicht falsch. Aber das Gebet, das darüber hinausgehen sollte, heißt, Herr, segne durch mich die anderen. Das ist der eigentliche Level, wo wir hin müssen. Und jetzt kommt der Punkt, dass Gott zu ihm sagt, ich möchte durch dich eine Witwe segnen. Ich habe diese Story ein bisschen angeguckt. Zarpat heißt auf Deutsch übersetzt Glutofen. Du lebst in einer Zeit der Dürre und der Herr schickt dich in den Glutofen. Das klingt jetzt nicht so richtig nett, oder? Du hast nicht den Eindruck, dass der Herr gerade dein Freund ist. Er soll nach Sidon gehen. Sidon, da wohnte die größte Feindin, die er hatte. Das war der Hauptpunkt der Königin Isabel und die wollte sowieso schon seinen Kopf. So, du gehst in den Glutofen, du gehst so dicht dran wie möglich an die Frau, die deinen Kopf fordert und du sollst zu jemandem gehen, der eine Witwe ist. Witwe in der damaligen Zeit war ja nicht wie heute, dass du irgendwie eine Witwenrente hattest, sondern Witwe bedeutete, die hatte niemanden mehr, der sie versorgt. Die Frau war am Existenzminimum angelangt in einer Dürre. Auf Deutsch, die Frau war am Verhungern. Und Gott sagt zu dir, schöne Grüße, da gehst du hin, da wird die Versorgung stattfinden. Die Chance, dass das einigermaßen rational zusammenklingt, ist gleich null. Auf ich hätte geantwortet, Gott, ich bin noch nicht bescheuert. Dann kann ich meinen Kopf gleich in den Rachen des Löwen legen, der muss nur noch mal zuklappen. Herr, das ist lebensmüde, wenn ich das mache, da gehe ich nicht hin. Und Gott sagt, ich habe für dich vorgesorgt. Und wir sagen, Gott, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Gott versucht dich zu locken und zu sagen, ich möchte gerne, dass du von deiner natürlichen Ebene auf meine übernatürliche Ebene wechselst.
Ich möchte dir zeigen, dass wenn du willst, dass meine Kraft freigesetzt wird, wenn du willst, dass Wunder freigesetzt sind, dann musst du dich auf diese Ebene des Übernatürlichen einlassen. Und ich spüre, da haben wir die Herausforderung. Solange wir das irgendwie im Griff haben, ist das alles cool. In dem Augenblick, wo Gott uns herausfordert, seine Möglichkeiten und seine Ebene zu werden, da merken wir, wie wir langsam kalte Füße kriegen. Aber das ist der Punkt, wo der größte Segen freigesetzt wird, wenn du merkst, du musst dich auf Gottes Möglichkeiten verlassen. Ich war zu einem Männerabend eingeladen in Ingolstadt. Ich hatte, dachte ich, die Adresse gut aufgeschrieben. Ich erscheine bei diesem Ort und lande im Rotlichtmilieu von Ingolstadt, direkt vor einem Bordell. Und ich denke mir, hier kann doch nicht der christliche Männerabend stattfinden. Da ist doch irgendwas schief, da ist doch irgendwas schief gegangen, ja? Und ich hatte leichte Beklemmung. Und habe meine Frau angerufen und gesagt, Schatz, guck doch nochmal auf dem Schreibtisch da, ob du da die Adresse nochmal findest. Und meine Frau sucht, findet sie, gibt mir die Adresse durch und ich stehe genau am richtigen Platz. Ich hatte leichte Zweifel an mir selber. Und irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin da auf diesen Rausschmeißer, der davor stand, zugegangen und sage, Entschuldigung, das klingt jetzt richtig, richtig blöd, ja, aber wo ist hier die christliche Kirche? Und der Typ guckt mich an und sagt, ey Meister, da rechts rum, da ist die Kirche. Und ich bin tatsächlich um das Haus rum und dahinter war tatsächlich die christliche Gemeinde Ingolstadt. Kein Witz. In einer alten Disco. Und ich komme da in den Eingang rein und da begrüßt mich dann auch jemand ganz freundlich. Und dann gucke ich ihn an und sage, hör mal, wie kann man um alles in der Welt hier landen? Und dann erzählt er mir die Story. Vor 8 Jahren hatten die Kirche angefangen und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs, aber in Ingolstadt mit Audi und all diesen Zulieferern eine größere Halle zu finden, ist richtig schwierig. Und so sind sie immer wieder zur Stadt gegangen, aber die hatten keine Immobilie, die sie ihnen anbieten konnten. Und im letzten Jahr, im 7. Jahr, sind sie wieder bei der Stadt und diese Dame sagt, also wir können ihnen echt nichts anbieten, aber was wir gehört haben, ist, dass im Rotlichtmilieu die Disco irgendwie vertickt wird. Wenn sie sich beeilen, vielleicht haben sie eine Chance. Also er hat sich die Adresse gegeben zu dem Disco-Besitzer hin, guckt den Mann an und der sagt, wissen Sie, Sie kommen zu spät, wir haben das eigentlich schon unter Dach und Fach, wir haben es zwar noch nicht unterschrieben, aber eigentlich ist schon rum. Okay, der Pastor denkt sich, Mann, jetzt bin ich schon hier, gibt ihm eine Visitenkarte und sagt, sollte sich was ändern, seien Sie so lieb, rufen Sie mich an. Am nächsten Morgen, 7:30 Uhr, klingelt das Telefon bei ihm, der Disco-Besitzer ist dran und sagt, Herr Pastor, Sie müssen sofort kommen, ich muss mit Ihnen reden. Und er denkt, wieso, gestern hat er mir doch gesagt, ist schon alles rum. Aber er fährt hin, erlebt diesen Typ, der ihm entgegenkommt, in Bademantel, völlig aufgelöst, sagt, Herr Pastor, setzen Sie sich hin, ich muss Ihnen was erzählen. Die Frau rennt immer um den Pastor rum und er denkt, hey, was ist denn hier los, was ist denn mit der Truppe los? Und der Typ guckt ihn an und sagt, Herr Pastor, Sie müssen sich setzen. Er sagt, was wollen Sie von mir? Er sagt, heute Nacht war der liebe Gott bei mir. Er guckt den Typ an und denkt, ey, Alter, was hast du denn genommen? Ja? Nein, sagt er, Herr Pastor, der liebe Gott war bei mir. Ich bin aufgewacht und es war mir, als wenn ich auf einer Bank sitze mit dem lieben Gott. Er guckt ihn an und sagt, was hat der liebe Gott denn zu Ihnen gesagt? Er sagt, Gott hat zu mir gesagt, verkauf Jörg die Disco und mach ihm einen guten Preis. Er sagt, da bin ich aufgewacht, hab meine Frau geweckt. Und meine Frau hat zu mir gesagt, ich kenne gar keinen, der Jörg heißt. Dann ist er an seinen Computer und hat geguckt, ob er irgendwelche Kunden hat, die Jörg heißen. Er hatte nicht einen einzigen Kunden, der Jörg heißt. Und er hat echt angefangen, an sich zu zweifeln. Und als er im Bett liegt, denkt er nochmal drüber nach und ihm fällt ein, Mensch, gestern war doch da so ein Pastor bei mir. Und er springt wieder raus, rennt zu seinem Schreibtisch, findet die Visitenkarte und liest, dass der Pastor Jörg Seitz heißt. Und wusste, dem Mann muss er die Disco verkaufen. Wenn der Pastor mit ihm redet, fällt ihm plötzlich was ein. Er schaut den Disco-Besitzer an und sagt, haben Sie mir nicht gesagt, dass der liebe Gott Ihnen gesagt hat, Sie sollen mir einen ordentlichen Preis machen? Hat den Kerl um 300.000 Euro runtergehandelt.
Und seitdem sitzen sie in der Disco, haben mittlerweile einen sozialen Arbeitszweig gemacht und es ist erstaunlich, wie die Kirche echt nach vorne kommt. Und ich dachte, wow. Da war jemand, der denken konnte und anfing, in den Möglichkeiten Gottes zu denken. Und plötzlich machte Gott eine Tür auf, von der niemand gedacht hat, dass sie überhaupt aufzumachen ist. Was ist, wenn Gott darauf wartet, dass du mit deinem Glauben anfängst zu sagen, Gott, ich will weg von dieser Segne-mich-alleine-Kiste, sondern ich möchte lernen, was es bedeutet, wenn ich ein Segen werde für andere. Wenn du mich gebrauchen kannst, wenn du uns als Kirche gebrauchen kannst, um echt ein Segen für andere zu werden. Wir irgendwie diesen heiligen Ich-mir-meiner-mich-Kreislauf irgendwie durchbrechen könnten. Was könnte Gott aus uns machen? Um das, was Gott in dein Herz legt, in Bewegung zu bringen, musst du anfangen, über die Visionen Gottes zu reden. Das ist der nächste wichtige Punkt. Ganz oft machen wir den Fehler, dass wir die Dinge, die Gott uns sagt, bei uns behalten. Aber wenn du willst, dass Gottes Dinge sich in dieser Welt ausbreiten, musst du lernen, darüber zu reden. Die Bibel nennt das folgendermaßen, sie sagt, mit dem Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird geredet zum Heil, zur Rettung. Ich weiß nicht genau, wie oft du über deinen Glauben redest, aber wenn du willst, dass der Glaube Veränderung freisetzt, musst du anfangen, darüber zu reden. Wenn du willst, dass Gott anfängt, übernatürliche Dinge zu tun, musst du anfangen, darüber zu reden. Wenn du willst, dass diese Welt übernatürlich geprägt ist, musst du anfangen, über die Herrlichkeit Gottes zu reden. Wenn du willst, dass deine Familie verändert wird von der Kraft Gottes, musst du anfangen, über das, was Gott tun wird, zu reden. Wie hat Gott diese Welt verändert? Die Bibel sagt, und Gott sprach und die Dinge verändern sich. In dieser Welt reden so unglaublich viele Leute, alles Mögliche. Wisst ihr, wessen Stimme so leise geworden ist? Unsere. Wenn du willst, dass sich die Dinge ändern, fang an, die Sachen Gottes zu reden. Wir sitzen mit der Jugendgruppe nach einem Eislaufen bei McDonald's. Und irgendwann sagt einer der Jugendlichen, haben wir eigentlich schon gebetet? Was für eine schöne Frage. Und ich sage, nee, wir haben noch nicht gebetet. Und dann schaut er mich an und sagt, Pastor, du musst eigentlich beten. Und ich spürte eine leichte Herausforderung. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Heißt, jetzt kann man ja mehrere Varianten machen. Ne? Wir neigen so zart unser Haupt, falten so ein bisschen heimlich unsere Hände und dann beten wir so, Jesus segne die Speise. So, ne? Und wisst ihr, was ich im selben Moment gespürt habe? Ich wusste, ich kann jetzt mein frommes, feiges Gehabe an den Tag legen und dann bin ich ein Beispiel für alle anderen. Oder ich nehme all meinen Mut zusammen und stell mich dazu, dass ich an Jesus glaube und dass ich glaube, dass wir einen Gott haben, der uns segnet und dass man für Essen danken kann. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich auf meinen Stuhl gestellt und habe fröhlich gebetet. Und weil ich schon beim Beten war, dachte ich, segne ich gleich alle Leute, die hier in diesem Etablissement sind, gleich mit. Und betete für alle Leute, die hier aßen und betete für die Bediensteten und für wer immer mir einfiel. Und je länger ich da stand, desto netter wurde die Sache. Keine Ahnung, nach 5 Minuten bin ich wieder runtergekommen. Die Hamburger waren alle kalt, aber selber schuld, sie wollten, dass ich bete. Jetzt kam der Punkt. Kommt ein junges Pärchen zu mir und sagt, sie haben für uns gebetet. Jo. Das Mädel erzählt, dass sie eine Diagnose bekommen hat, dass sie Schilddrüsenkrebs hat. Sie sagt, ich habe sie beten gehört und ich dachte plötzlich,
der liebe Gott redet zu mir, mitten bei McDonald's. Und ich wollte sie fragen, ob sie für mich beten können, dass Gott echt ein Wunder tut. Und ich war plötzlich am richtigen Punkt zur richtigen Zeit, damit Gott ein Wunder tun konnte. Leute, was wir lernen müssen ist, ihr Lieben, lasst uns nicht so elend feige sein. Wir haben den besten Herrn mit der besten Botschaft, mit dem einzigen, der Wunder tun kann. Und wenn wir es nicht erzählen, wird es niemand erzählen. Und unsere Welt bleibt, wo sie ist, weil sie nicht hört, dass es eine Rettung geben kann. So, wenn du willst, dass sich die Dinge verändern, mach deinen Mund auf und rede darüber. Und Elia, von ihm heißt es hier, und er sprach, fürchte dich nicht, geh hin, mach zuerst mir und dann dir. Und so spricht der Herr, der Mehltopf wird nicht leer sein, das Öl im Krug nicht weniger werden. Das ist ein geistliches Prinzip. Sprich die Dinge des Glaubens, sprich die Dinge der Wunder, sprich das Übernatürliche in deine Situation rein. Deswegen sagt Jesus zu uns, wenn ihr Glauben wirklich freisetzen wollt, müsst ihr lernen, zu den Bergen in eurem Leben zu sprechen, dass sie sich bewegen müssen. Ich weiß nicht genau, was du deinem Problem sagst. Ich weiß nicht, was du deiner Angst sagst. Aber wenn du ihnen nicht das Wort Gottes sagst, werden sie sich nicht bewegen. In unserer Kirche wollen zwei junge Leute heiraten. Und sie sind auf die glorreiche Idee gekommen, das auf einer Freilichtbühne zu machen. Das ist immer spannend, wenn man das Wetter mit einkalkulieren will. Und an diesem Samstag, Freitag hatte es geschüttet wie aus Eimern und der Samstag bezog sich schon schwarz. Und die Lobpreiser rufen bei mir an und sagen, Pastor, wenn wir da jetzt die Technik aufbauen und das schüttet wie blöd runter, das ist richtig gefährlich. Was machen wir? Und ich hatte schon morgens mir das angeguckt und mich versucht zu entscheiden, was würde ich machen. Und ich hatte mich festgelegt zu glauben, dass Gott das eine gute Hochzeit werden lässt. Und hatte ganz viel Ruhe in meinem Herzen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Leute, ich habe mit Tüde, das ist der Ehemann, ich habe mit Tüde telefoniert. Und er hat gesagt, wir ziehen das durch. Gott wird den Himmel aufreißen und es wird eine Demonstration der Macht Gottes sein. Es werden die Leute sagen, ey, da muss Gott drin sein. Und wir hatten uns festgelegt und jeder, der uns angerufen hat, dem haben wir das erzählt. Und die Hochzeit begann und der Himmel bezog sich rabenschwarz. Und ich stand da und guckte nach oben und hatte diesen Blick auf diese dunkle Wand, die kam und sich über uns rüberzog. Und die Leute wurden unruhig und die Lobpreiser fingen an zu spielen. Die spielten schneller wie sonst. Und wir stehen da und gucken diese ganze Sache an. Und mir hat der Ehemann dieser Bräutigam so gefallen. Er stand da, hatte die Arme erhoben, pries den Herrn und war, man merkte ihm an, ey, der Mann wusste, was er da tut. Ja? Er betete wirklich Gott an. Und die Predigt fing an und es wurde dunkler und dunkler. Es wurde kalt. Die Leute fröstelten und standen da. Und dann kommt der Punkt, wo die Predigt zu Ende ist und wo diese beiden Leute gesegnet werden sollen. Und der Bursche kommt nach vorne, kniet sich auf die Erde, hatte sein Kissen für seine Frau dabei. Und während wir sie segnen, reißt der Himmel plötzlich auf. Die Sonne bricht durch. Es war wie, als wenn so ein Spot vom Himmel auf diese beiden Leute kam. Der Himmel riss auf, die Hochzeit begann im Sonnenschein und sie endete im Sonnenschein. Und es war eine mega Demonstration dafür, dass da zwei Leute waren, die glaubten, dass Gott extra den Himmel aufmachen kann. Und ich war echt in meinem Herzen berührt. Und als ich zu Hause war, habe ich das mit meiner Frau besprochen. Dann sagt sie, weißt du, wo der Schlüssel lag? Sage ich, na? Sie sagt, hey, er hat mit seinem Mund bekannt, gegen alle Widerstände, dass Gott sich wie Gott benehmen wird. Und das war der Schlüssel des Glaubens. Was redest du über deine Herausforderung? Die Bibel sagt, wir sind gebunden durch die Rede unseres Mundes.
So, wenn du willst, dass Gott anfängt, seine Herrlichkeit auf dein Leben zu legen, fang an, dasselbe zu reden, was Gott über deine Situation sagt. Und er ist der Heiler, er ist der Befreier, er ist der Löser, er ist der, der die Dinge bewegt. Das Letzte, was ich hier an diesem Mann großartig finde, ist, dieses Wort Gottes ist der Schlüssel zum Segen. Er sagt zu dieser Frau, nimm das Letzte, was du hast und back zuerst mir ein Brot. Das klingt richtig fies. Ich habe gedacht, diese arme Frau, die mit ihrem Sohn gerade dabei ist, die Henkersmahlzeit zu essen, bevor dann tatsächlich nichts mehr da ist und sie verhungern werden. Diese Frau wird herausgefordert, das Letzte, was sie hat, zu nehmen und es für Gottes Sache zu opfern. Und wir würden sagen, Mann, das ist doch wirklich über die Schmerzgrenze hinaus, oder? Man nimmt doch nicht das Letzte, was man hat, und dann gibt man das noch weg. Leute, der Punkt des Glaubens ist immer der, bist du dein Versorger oder ist Gott dein Versorger? Der Schlüssel des Glaubens öffnet sich dann, wenn du merkst, nicht du bist dein eigener Versorger, sondern Gott ist die Quelle. Und wenn Gott die Quelle ist, dann kannst du das Letzte, was du hast, geben, weil du weißt, das wird die Tür öffnen, um alles andere zu füllen. Das ist der Grund, warum Liebe wann wächst. Wenn du sie behältst oder wenn du sie weggibst. Wann wächst Liebe? Wenn du sie gibst, stimmt's? Jeder mehr oder weniger simple Landwirt hat das begriffen. Wenn du willst, dass was wächst, was musst du machen? Du musst das, was du hast, sehen. Wenn du es selber für dich verbrätst, um das letzte Brot zu backen, bist du fertig, wenn das, was du an Saatgut hattest, verbacken ist. Aber wenn du anfängst, das, was du hast, als letzte Reserve auf dein Land zu streuen, dann wird daraus eine Riesenernte. Das Prinzip Gottes ist, das, was du hast, du musst für dich entscheiden, was machst du damit? Gibst du es wirklich in die Hand Gottes oder verbrätst du es selber, weil du Gott nicht zutraust, dass er wirklich für dich sorgt? Und diese Frau wird herausgefordert, das Unmögliche zu machen. Sie nimmt, was sie hat. Weil diese Verheißung Gottes hieß, wenn du das Letzte gegeben hast, dann wird der Mehlkrug nicht aufhören und das Öl auch nicht aufhören zu fließen. Und die Herausforderung ist, das in der Theorie zu bejahen, aber in der Praxis zu tun. Das ist der spannende Punkt. Ihr lieben Freunde, das, was ich lerne, mehr und mehr ist, wenn ich anfange, mich um Gottes Sache zu kümmern, fängt Gott an, sich um meine Sache zu kümmern. Und wenn du willst, dass Gott anfängt, sich um deine Sache zu kümmern, musst du eine Entscheidung treffen, wer für dich Vorrang hat. Ist Jesus wirklich Nummer eins? Ist Gottes Sache Nummer eins? Oder kreist du immer noch wie der Geier um dich selber? Solange du nicht verstanden hast, dass Gottes Sache die erste Priorität ist, wird das Wunder der Fülle Gottes in deinem Leben nicht kommen. Gott hat sich festgelegt, das ist sein Prinzip. Das heißt, gib und du hast. Nicht nimm und du hast. Stimmt's? Die Werbung erzählt dir, Geiz ist geil, blöder geht's nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Saturn und diese ganzen Firmen gerade fröhlich pleite machen. Das ist eine Haltung, die ist krank. Aber sie klingt so menschlich. Nimm und du hast. Nein. Wenn du selber die Quelle deiner Versorgung bist, bist du irgendwann am Ende. Wenn Gott die Quelle deiner Versorgung ist, dann gibt es ständig eine neue Quelle. Gibt es ständig neue Versorgung. Gibt es ständig neue übernatürliche Fülle. Und deine Entscheidung ist hier der Punkt. Kannst du loslassen im Vertrauen darauf, dass Gott es nimmt und es vermehrt, oder musst du es festhalten? Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um ein Wunder zu tun. Aber du musst es loslassen. Das ist der spannende Punkt. Ich hatte diesen Termin tatsächlich verschlafen. Kam am Mittwoch am Nachmittag nach Hause und meine Frau sagt zu mir, Schatz, ich wollte dich nur daran erinnern, dass du noch eine Einladung hast für eine Predigtwoche in Senden.
Und mir fiel ein, dass ich den Termin total irgendwo, ganz tief, mal wusste, aber verschlafen hatte. Und so warf ich alles, was ich konnte, in meinen Koffer, habe irgendwie meine Bibel noch mitgenommen und bin losgefahren, um bei einer alten Dame zu landen, die mir ihren Tee anbot. Mir fiel auf, ihre ganze Wohnung war in Alt-Rosé gehalten. Sie hatte diese Goldrandtassen, wo man immer durstiger wird, je mehr man trinkt. Kennen Sie diese Tassen? Ja, mit so Blümchenmuster und so. Die muss man so komisch festhalten, die kann kein Mensch anfassen. Warum immer man die entwickelt hat. Aber sie sehen irgendwie cool aus, scheinbar. Also wenn man den Stil mag. Und wir kamen ins Gespräch und sie sagt, ja, wir haben da so ein Ladenlokal angemietet und wir haben da so einen Namen drauf geschrieben, Bibelstüble, da ist unsere Kirche. Und wir fahren dann abends hin, ihre Freundin, sie und ich, zu dritt, und sitzen da in diesem Ladenlokal, das sinnigerweise auch alles in Alt-Rosé war. Du wusstest, wer der Innenarchitekt ist. Alle Stühle drinnen, vorne war so eine aufgebaute Band, ähnlich wie hier mit den ganzen Instrumenten. Und ich war echt gespannt. Vorne an der, vergesse ich auch nie, an dieser Riesenscheibe war so ein Plakat, da war so ein schwangerer Wal drauf. Ja, so, sollte irgendwie ein christliches Symbol darstellen. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, Leute, das ist so gruselig, da würde ich noch nicht mal im Traum hingehen. Aber die beiden älteren Ladies fanden das schick. Und so warteten wir und ich dachte, jetzt kommt eben die Gemeinde demnächst. Und irgendwann merke ich, da passiert gar nichts. Und ich schaue sie an und sage, Elisabeth, wann kommt die Gemeinde? Und sie guckt mich an, als wenn ich völlig doof bin und sagt, wieso, deswegen haben wir dich doch eingeladen. Was willst du denn damit sagen? Ja, wir wollen hier eine Gemeinde gründen und deswegen haben wir dich eingeladen. Und mir wird plötzlich klar, dass außer den beiden Omas niemand da ist. Und ich merke, wie mich Sorge beschleicht. Ich denke, hey, das gibt's doch gar nicht. Ich sage, da stehen doch die Instrumente. Ja, Gott wird die schon schicken, die da spielen können. Einfalt bleibt bei mir, ja. Pff, Leute. Und plötzlich erhebt sie sich, weil es war 7:30. Sie geht nach vorne und singt a cappella, großer Gott, wir loben dich. 5 Strophen. Kennt ihr dieses Gefühl von Fremdschämen? Ich saß da und betete im Stillen, dass die Erde sich auftun möge oder die Entrückung genau heute zu diesem Zeitpunkt stattfinden könnte. Es war mega peinlich. Und als sie fertig war, wusste ich, ich bin dran. Und ich ging dann nach vorne und habe wirklich bei jedem Schritt überlegt, wie konnte ich so blöd sein und diesen Termin annehmen. Und als ich dann vorne stehe, schaue ich in die Runde und dann saßen hinter diesen 2 Omas 7 Leute. Hatte ich gar nicht mitgekriegt in meiner Fokussierung auf diesen großartigen Gesang. Und ich gucke diese Leute an und dachte mir, was denken die Leute? Aber peinlicher ging schon nicht mehr. Insofern dachte ich, ich habe auch nichts zu verlieren. Und ich habe alles gepredigt, was mir einfiel. Man konnte an dem Abend nichts falsch machen. Als ich zum Ende komme, denke ich, wie mache ich jetzt den Abschluss? Und alles, was mir einfiel, war zu sagen, also wenn Sie irgendwie verstanden haben, dass Gott wirklich was mit Ihrem Leben zu tun hat, kommen Sie doch hier nach vorne, wir beten miteinander und ich spreche Ihnen so ein Lebensübergabegebet vor und wenn Sie mögen, können Sie das nachsprechen. Und alle 7 Leute stehen auf und kommen nach vorne. Und ich habe echt den Schock fürs Leben. Ich gucke den älteren Herrn und sage, Entschuldigung, wieso sind Sie hier? Sagt er, wissen Sie, meine Frau und ich, wir reden schon ganz lange darüber, ob es Gott gibt oder nicht. Und dann sind wir hier vorbeigegangen und haben dieses Schild gelesen und haben gedacht, Bibelstüble, die müssen was von der Bibel machen. Und da kann man bestimmt was über Gott lernen und deswegen bin ich hier. Ich gucke ihn an, ich sage, was machen Sie denn sonst so beruflich? Ja, sagt er, ich bin der stellvertretende Bürgermeister von Senden. Und meine Frau leitet die Musikschule hier und das sind unsere Kinder.
Und alle haben Jesus in ihr Leben eingeladen. Am nächsten Abend hatten wir die bestbesetzteste Band, die ich je gesehen habe. Wo jeder wusste, was er macht. Die haben Lieder wie Großer Gott, wir loben dich, vierstimmig gesungen. Sowas habe ich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht gehört. Die konnten das vom Blatt singen. An dem zweiten Abend war der Raum bis zur Hälfte zu, weil die ihre Freunde mitgebracht haben. Am dritten Abend standen die Leute draußen vor der Tür, weil wir keinen Platz hatten. Als wir nach 5 Tagen fertig waren, hatten so viele Leute Jesus in ihr Leben genommen, dass sie eine Kirche aufgemacht haben. Innerhalb der letzten Jahre sind die ein paar Mal umgezogen, ich weiß nicht, 4 oder 5 Missionare mittlerweile ausgesandt und die Kirche fliegt durch die Decke. Und wisst ihr, was ich verstanden habe? Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen. Wir müssen das nur einsetzen. Und wie wenig das auch immer in deinen Augen sein mag, wie unvollkommen das auch immer sein mag, das Wort Gottes an dich ist, wenn du willst, dass Gott ein Wunder tut, wenn du willst, dass Gott die Situation verändert, dann macht er das durch dich. Ich schließe mit dieser großartigen Geschichte, die Rick Warren erzählt. Rick Warren ist der Pastor von Saddleback. Das ist der Typ, der dieses Buch geschrieben hat, 40 Tage mit Vision, kennen wahrscheinlich einige. Rick Warren kommt in seine Kirche. Sie haben eine riesen Jugendarbeit und sie mussten für die Jugendarbeit ein neues Gemeindegebäude herstellen. Und das sollte mehrere Millionen Dollar nehmen, dieser neue Bau. Und er kommt an diesem Sonntagmorgen in die Kirche und strahlt seine Kirche an und sagt, Leute, ich will euch zuerst die gute Nachricht sagen. Wir haben die 2 Millionen Dollar schon zusammen. Und die Gemeinde springt auf und jubelt. Yeah, Halleluja. Er sagt, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das Geld ist noch in euren Portemonnaies. Jetzt kommt die praktische Überleitung. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott euch eine Vision gegeben hat für diese Gegend hier. Ich glaube, er hat euch auch einen Auftrag gegeben. Dass Gott euch diese Immobilie da gegeben hat, ist ein echtes Geschenk. Aber dass das nicht nur umbauter Raum bleibt, sondern dass das zu einer Quelle des Lebens wird, dazu seid ihr da. Und Gott hat jedem von euch was gegeben. Aber nur, wenn ihr anfangt, das einzusetzen, wird der Plan Gottes, wirklich dieses Land mit Erweckung zu füllen, mit Herrlichkeit Gottes zu erfüllen, Manifestation seiner Kraft zu sehen. Nur wenn ihr euren Teil reinbringt, wird Gottes Herrlichkeit da groß werden. Dieses Gebäude selber wird ein großes, totes Gebäude bleiben. Es wird mit Leben gefüllt, wenn wir anfangen zu geben, was Gott uns gegeben hat. Und damit verändern wir tatsächlich diese Umgebung. Du hast alles, was du brauchst. Gott hat dir alles gegeben. Stimmt. Die Bibel sagt, wenn du nur Glauben hättest wie ein Senfkorn, reicht das völlig aus. Das kriegen wir hin, oder? Du hast alles, was du brauchst. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich würde gerne, dass jemand für mich betet um Heilung. Wusstest du, dass neben dir einer sitzt, der genug Glauben hat für dich? Wenn du sagst, ich würde gerne Trost Gottes empfinden, wusstest du, dass jemand neben dir sitzt, der Trost Gottes in sich hat? Wenn du sagst, ich brauche echt Kraft, wusstest du, dass jemand neben dir sitzt, der genug Kraft durch den Heiligen Geist in sich hat? Wenn du sagst, ich würde gerne Weisheit Gottes für mich in Anspruch nehmen, wusstest du, dass Gott Leute neben dich gesetzt hat, die von Gott ein Wort der Weisheit für dich haben? Hast du gewusst, dass Gott in seine Gemeinde alles gesetzt hat, was wir brauchen? Durch jeden von euch. So, wenn das nächste Mal auch nur der Hauch eines Ansatzes kommt, dass Gott dir einen Auftrag gibt, was solltest du sagen?
Herr bin ich, Herr. Weil was habe ich verstanden? Dass alles, was ich brauche, Gott schon reingelegt hat. Wäre ein guter Punkt, um Amen zu sagen, stimmt's? Ich möchte gerne, dass wir beten. Ganz bewusst beten. Und ich möchte dich, der du hier bist heute Morgen und sagst, ey, das habe ich verstanden. Und ich bin jemand, der wirklich Gottes Hilfe braucht. Ich verstehe diese Situation von dieser Witwe. Ich verstehe diese Situation von Elia. Ich merke, ich bin in so einer Herausforderung, da brauche ich ein echtes Wunder Gottes. Und ich bin hier, um mich festzulegen und zu sagen, Gott, ich glaube, dass du alles in mich hineingelegt hast, was nötig ist. Und alles, was du brauchst heute Morgen, ist, diesen Mut, das im Glauben zusammenzunehmen und zu sagen, Teufel, der du mein Leben berauben willst, ich schaue nicht mehr auf meine Umstände. Ich schaue auch nicht auf das, was Menschen sehen oder nicht sehen, sondern ich schaue auf dich, Jesus. Und du hast für alles gesorgt, was ich brauche. Und Herr, heute nehme ich meinen Glauben, dieses bisschen Mehl und das bisschen Öl. Und ich bring's zu dir und sag, Herr, ich glaub dir, dass du mit meinem bisschen, mit meiner Schwachheit was Großes in Bewegung setzen kannst. Halleluja. Und wenn du spürst, wie dieser Glaube in dir aufsteigt, in deine Situation hinein, Veränderung zu schaffen, dann lade ich dich ein, steh mal auf deinem Platz auf, als ein Bekenntnis. Herr, ich nehme im Glauben deine Kraft für mich in Anspruch und ich gehe in diese Situation rein und durch mich wird deine Wunderkraft freigesetzt für meine Situation, vielleicht für deine Familie, vielleicht für jemanden, für den du ein Wunderüberbringer sein sollst. Vielleicht als neue Berufung, die Gott dir gibt, um in dieser Kirche, in dieser Gemeinde deinen Platz neu auszufüllen. Was immer die Herausforderung ist, der Geist Gottes mahnt dich heute Morgen und sagt, du bist der Schlüssel. Nimm deinen Glauben. Nimm deinen Glauben. Nimm das bisschen, was du hast und setz es frei. Wenn du spürst, dass du das kannst, heute, lade ich dich ein, aufzustehen auf deinem Platz. Jesus, deine Gegenwart und deine Kraft ist hier heute Morgen. Dir, dass der Mangel aufhört. Herr, wo ein Mangel von Gesundheit ist, in Jesu Namen, du hast die Krankheit getragen und wir holen deine Heilung und wir legen sie auf Menschen in Situationen jetzt in dem Namen des Herrn. Vater, du siehst zerbrochene Herzen, zerbrochene Beziehungen. Aber du hast Liebe genug. Und im Glauben kommen wir zu dir und sagen, Heiliger Geist, danke dafür, dass die Liebe Gottes heute Morgen neu ausgegossen wird in mein Herz. Aber ich behalte sie nicht für mich, sondern ich gebe sie an den, der sie braucht. In Jesu Namen.
Vater, ich sehe Menschen, die keine Perspektive haben, die ein Wort der Ermutigung brauchen. Und ich nehme meinen Glauben und ich gehe zu dir und sage, Herr, du hast Weisheit, die Fülle. Und ich nehme deine Weisheit, Herr. Und ich werde der Bote deines Friedens und ich spreche deine Weisheit, deine Lösung hinein. Vater, wir sehen, dass Mangel da ist an Finanzen. Und wir nehmen unseren Glauben, Herr. Und wir sagen, du bist der Gott, der mehr als genug hat. Und du hast uns damit beschenkt. Wir leben in einem Land der Fülle, Herr. Und wir nehmen, was wir können und wir bauen damit deine Gemeinde. Und es wird ein Zeugnis sein, Herr, dass du der Gott der Fülle bist, der uns segnet über Bitten und Verstehen. Und der aus unserem Geben eine Fülle macht, dass die Menschen von draußen sagen werden, hey, was für ein großartiger Gott muss in dieser Kirche sein. Vater, es sind so viele Menschen, die ohne dich rumlaufen, die keine Ahnung haben von deiner unglaublichen Gnade. Und wir nehmen unseren Glauben und wir kommen zu dir und wir nehmen deine Rettung und wir bringen sie zu den Leuten, die sie brauchen, in Jesu Namen, Herr. Wir durchbrechen diesen Teufelskreislauf des um uns selber Drehens und wir werden ein Ort deiner Gnade. Halleluja. Vater, und was immer wir brauchen, du hast uns mehr als genug gegeben. Und so spreche ich, dass dieser Segen Gottes anfängt zu fließen. Du diese Gemeinde zusammenbaust und zu einem Ort dieser Fülle Gottes wird. Herr, wir rufen, dass die Quelle deines Heiligen Geistes neu Freiraum hat zu wirken und zu tun und zu geben, was immer nötig ist. Halleluja. Herr, und ich will über dieser Gemeinde ausrufen, dass eine neue Zeit da ist. In meinem Herzen habe ich dieses Wort Gottes und ich will euch das geben. Das steht in Amos im 9. Kapitel, im 13. Vers. Der Herr sagt, es kommt eine Zeit, wo der, der erntet, den überholen wird, der sät. Wo Gott anfängt, seinen Segen zu beschleunigen in einer ganz neuen Art und Weise. Wo Gunst Gottes auf uns kommt in einer noch nicht gekannten Art und Weise. Und Gott wird euer Herz segnen, Gott wird eure Bemühungen segnen. Er wird eine Fruchtbarkeit auf euch geben, wie ihr sie noch nicht gesehen habt in eurer Geschichte. Und ihr werdet jetzt sagen, das ist ein großer Raum, den wir gebaut haben und den wir umbauen. Aber Gott sagt, ihr werdet euch wundern, wie schnell das klein wird. Vater, ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen groß machst, um deine Möglichkeiten zu sehen. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, dass du Einheit und Kraft auf die Leitung dieser Gemeinde legen wirst. Herr, dass du ihren Horizont, ihre Vision erweitern wirst. Dass du Menschen dazukommen wirst, die ganz neue Bereiche anpacken werden. Und wirklich ein Zentrum da sein wird, in dem du regierst, in dem du Menschen berührst, in dem Heil und Heilung freigesetzt sein wird. Vater, wir glauben dir und wir danken dir, dass mehr als genug da ist und wir das nehmen in Jesu Namen. Und das Volk Gottes sagt laut und kräftig miteinander,